Moin Moin ihr Lieben, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der FM 2019 Karriere und mit dabei sind wieder Jan und Mike. Hallo. Hi. Und Jan hat auch gleich das erste Spiel. Genau. Heute steht es an, DFB-Pokal. Hilfe. Jan muss gegen Arminia Bielefeld, ich muss gegen Weiche Flensburg und Mike muss gegen RB Leipzig. Also, ja, ich habe mal wieder den einfachsten Gegner erwischt. Ja. Also, Arminia Bielefeld, Leute, ihr seht es hier. Meine aktuelle Form ist schlecht. Aber die von Bielefeld ist erschreckend. Beide Kanäle sind natürlich oben in der Ecke verlinkt. Genau. So, Leute, dann kann ich auch nochmal kurz sagen, dass ich hier, ihr seht ja, ich habe jetzt mir mehrere Taktiken hier erstellt und ich werde da jetzt noch ein bisschen rumtüfteln, sobald Jan jetzt schon spielt. Und warum speichert er das nicht? Jetzt ist das schon wieder nicht gespeichert. Egal, ich speichere es gleich nur ab. Auf jeden Fall wird das cool und ich hoffe, dass das ein bisschen was bringt. Das Spiel gegen Leipzig wird richtig schwierig. Egal, wir probieren das Ganze gegen Leipzig jetzt doch einfach mal aus. Leipzig ist ein starker Gegner, das wird ein verdammt schwieriges Spiel und man hat ja gesehen, dass man auch gegen Bielefeld verlieren kann. Ich hoffe, dass ich es irgendwie über die Bühne bringe, gegen Leipzig gar nicht so schlecht zu spielen und vielleicht eventuell weiterkommen im DFB-Pokal. Mal gucken, nachher hat Micha sein Spiel gegen Weiche Flensburg. Weiche Flensburg, ja genau, habe ich gewusst. Gewusst, das war mir schon klar. So, ich spiele glaube ich 18:30, irgendwas so in die Richtung, jo, 18:30. Ja, Leipzig gegen Gladbach, ein Topspiel, bisher lief es für Gladbach in der Liga überhaupt nicht gut, für Leipzig eigentlich schon, also ein paar Spiele haben die auch verloren, aber die haben, wenn sie gewonnen haben, immer so richtig krass hoch gewonnen, bei denen läuft auf jeden Fall. Eden Hazard hat 7 Dribblings verzeichnet in der ganzen Saison, was ist mit dem denn los? Weiß es nicht. So, ich schaue wieder auf die anderen Spiele, ihr kriegt das also alle mit. Jo, man kann die Taktiken auf jeden Fall changen, aber ich weiß nicht. Oh, da geht schon mal richtig gut los. Man kann die Taktiken auf jeden Fall changen, aber ich weiß nicht, wie ich die speichern kann, weil die ist jetzt, wenn ich die anwähle, ist die wieder komplett verändert. Du meinst von den Spielern, ne? Ja, die Spieler. Ja, das kann man nicht speichern, habe ich ja gesagt. Ach so, das hast du gemeint. Oh, ist ja richtig dumm. Aber im Spiel kann man sie changen, da muss ich halt nur die Spieler verstellen. Wir probieren die Taktik jetzt erstmal kurz aus. Wenn nicht, changen wir das. Ja, schwierig, schwierige Angelegenheit hier. Leipzig, 3 Siege aus den letzten 5 Spielen. Und die Siege immer relativ hoch. Oh, scheiße. Oh. Ei, ei, ei. Alle anderen Spiele noch 0:0. Crazy. Wer spielt nochmal? Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel, Union Berlin gegen Schalke und Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Okay, dann Stuttgart gegen Frankfurt, das krasseste Spiel. Ja. Abgesehen von unserem, was halt noch krasser ist. Ich hab Angst. So, ich habe jetzt mal die Taktik quasi vorbereitet und angepasst. Mit der ich noch nie gespielt habe, die ich mir heute auch erst quasi erstellt habe. Bin ich mal gespannt, was das so wird. Boah, Leipzig ist voll am Drücker, komplett ey. Anders. Sonny. Leipzig voll am Drücker. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du was anderes erwartet hast. Union Berlin führt gegen Schalke. Ich habe erwartet, dass es ausgeglichener ist. 4:0 Schüsse. Ist halt, ja, doof, ne? Krass, aber Union Berlin gegen Schalke, was ist das denn? Ja, das ist richtig krass. Oh. Nee. Bielefeld hat auch gegen mich gewonnen. Aber halt, wie gesagt, ein Eckballtor in der
90. Minute. Oh. Ah. Da schlecht ist überfällig. Pariert. Gibt's da nicht. Aber auch irgendwie überfällig. 1-0 Leipzig. Oh, Jan Sommer ist enttäuscht. Tja. Wenn man nicht hält, kann man enttäuscht sein. Ah, Hazard, Pfosten! Oh. Mann, das gibt's doch nicht. Erste gute Chance. Und dann ballert der Tepp den einfach an den Pfosten. Und die Gegner vom Zuruf frustriert und meine natürlich beflügelt. Kurz vor der Halbzeit, eventuell nochmal. Ah, das war's. Halbzeit. Halbzeit. Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel 0-0. Union Berlin führt immer noch 1-0 gegen Schalke und Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt 0-0. Leipzig, Gladbach seht ihr ja selber. Das macht mich fertig, macht mich da so. Leipzig deutlich besser. Fast allen Statistiken. Braucht nur ein Überraschungsmoment. Ein Tor. Zack. Come on, bitte. Ey, rot. Oh, gelb-rot. Muss es jetzt auch mal sein. Komm, bitte. Jetzt habt ihr den Überzahl. Komm. Mike in Überzahl. Das lässt mir jetzt nochmal ein Grinsen hier im Gesicht. Aber es muss halt erstmal was bringen. Hier. Das 1-1 zu erzielen. Das wäre ganz geil. Kramer. Hazard. Lea Stindl. Oh. Mann. Komm. Das Gefühl, da ist irgendwie so eine unsichtbare Wand im Tor immer. Nochmal ein Tor wäre jetzt echt verdient, mal. Ah, scheiße, Mann. Nach 60 Minuten liegt Union Berlin immer noch 1-0 vorne gegen Schalke. Ansonsten echt nichts passiert in den anderen Spielen. Jetzt haben wir nochmal eine gelbe Karte. Wir warten noch kurz ein bisschen. Man weiß ja nie, ob hier noch eine Verlängerung kommt. Ein Mann weniger, wir sind in Überzahl. Wir könnten es schaffen, in die Verlängerung zu kommen. Hoffmann. Komm, bitte. Die Hoffnung lebt. Kramer, Stindl. Die schaffen es nicht. Doch, Hoffmann, Zakaria. Sie haben den Ball nochmal. Immerhin das. Und jetzt haben sie ihn verloren. Hinten natürlich keiner. Ich stehe offensiv. Werner auf Bruma. Oh. Eieiei. Das ist natürlich jetzt gefährlich. Aber dass Leipzig da immer noch so viel Druck machen kann, obwohl sie ein Mann weniger sind. Komm mal, es muss doch jetzt Schub geben, ey, das gibt's doch nicht. Ah, schon wieder eine gelbe, ich muss jetzt wechseln. Nein, verletzt. Timo Werner aber. Ja, aber einer von mir auch. Oh. Und ich kann nicht wechseln. Jo. Beide in der gleichen Minute, Überzahl. Oder? Wieder verkackt. Doch, nicht mehr in Überzahl. Danke. Kaum, dass wir keine Überzahl mehr haben, kommt Leipzig und macht das 2-0. Eigentor. Hinter Eigentor, ja. Ja, abgefälscht halt. Oh Mann. Verstehe ich nicht, dass die das nicht hinkriegen. Ein paar Chancen gehabt haben. Aber dass sie den Ball nicht reinkriegen, obwohl wir in Überzahl waren. Klar, jetzt sind wir nicht mehr in Überzahl, jetzt ist es eh schwierig. Wir geben nochmal alles.
probieren es nochmal, aber zwei Tore jetzt noch zu machen. Ich enthalte euch auch nichts, wirklich nichts vor. Es steht immer noch 0-0 Düsseldorf gegen Holstein Kiel, immer noch 1-0 Führung für Union Berlin gegen Schalke. Und jetzt schießt Eintracht Frankfurt das 1-0 gegen Stuttgart und Schalke kriegt einen Platzverweis. Das dürfte vielleicht das Aus sein für den nächsten großen Club. Frankfurt jetzt 2-0. Innerhalb 3 Minuten hauen sie Stuttgart aus dem Pokal. Fünf Minuten Nachspielzeit, auch schon wieder fast rum. Leipzig kommt nochmal. Alstenberg, Bruma. Knapp drüber. Komm, nochmal der Ehrentreffer. Nee, Hoffmann ballert ihn irgendwie ins Publikum. Das war's. Ich bin so traurig einfach. Ja, Union Berlin schlägt aus Schalke. Und das sieht man einfach, im Pokal ist alles möglich. Klar, Leipzig ein guter Gegner, aber dass wir in Überzahl es nicht hingekickt haben. Ja, ich bin eine Runde weiter. Sehr, sehr stark, auch wenn es nur 1-0 war. Nicht schön, aber trotzdem. Boah, ist halt so. Boah. Ne? Boah. Bayern ist raus. Bayern ist raus. Bayern ist raus. In der Verlängerung gegen Mainz verloren. Alter, Mainz ist so krass. Leverkusen weiter, Darmstadt weiter, Freiburg weiter, Hamburg weiter, Mainz weiter. Ja, ja, super. Was ist hier ausgegangen? Da ist, glaube ich, Hoffenheim weiter. Dortmund scheint auch raus zu sein. Ist Dortmund raus? Steht zumindest. Also 0-0, Elfmeterschießen haben die anderen, glaube ich, gewonnen. Ich glaube, wir sehen das gleich, wenn du auf Weiter klickst, genau. Ja, genau. Ja. Hoffenheim per Elfmeterschießen gewonnen und Bochum gegen Dortmund. Alter, krass. Ne? Dortmund und Bayern raus. Raus, ja. Micha, der einzige von uns, der weitergekommen ist. Da, die aber haben auch nicht schön. Ja, aber die haben aufgeräumt. Dortmund und Bayern raus. Also da hast du vielleicht gar nicht so schlechte Chancen. Ja. Das ist, ich habe gerade den Weiche 1-0 gespielt. Pokalsieger, alles klar. Ha? Was? Hast du gesagt? Ich habe es nicht gehört. Werder Bremen, Pokalsieger oder was? Wird Pokalsieger, ja. Na, das ist, wenn man gegen Weiche und Ulm 1-0 spielt, glaube ich noch nicht so wirklich dran. Leute, wann spielt ihr? Ich gucke auf den Terminplan. Ich spiele gegen Leipzig am Samstag um 15.30 Uhr. Ich spiele am Sonntag um 18 Uhr. So, geplant ist bei mir auch 15.30 Uhr Samstag. Mal gucken, ob das nicht wieder verschoben wird. Das wäre tatsächlich mal cool. Es wäre auch tatsächlich cool, wenn ich gewinnen würde, denn meine Jobsicherheit sinkt immer mehr. Wie viel hast du? 45 jetzt wieder. Also wieder weiter. 55. Der Tabellenplatz ist gar nicht gut. Ja, keine Ahnung. So, dann geht's zu den Spielen. Auf geht's. Micha kann zuschauen, Micha kann irgendwie ja durchgeben, wie die anderen so spielen. Wolfsburg gegen Dortmund wird ja interessant. Leipzig, Spiel vom Excellent. Die letzten 5 Spiele alle gewonnen. Und alle ohne Gegentreffer. Ja! Das passt ja, weil du schießt keine Tore. Ja. Oh Mann. Aber auf jeden Fall auf meinem Kanal jetzt das Spiel Gladbach gegen Düsseldorf, das ich hoffentlich dann endlich mal gewinne. Und bei Jan dann eben das Spiel. Daumen drücken, Leute. Ja. Ich bin hier mal, würde ich, wie gesagt, eine Taktik habe ich noch nie gespielt, die ich jetzt spiele. Zum ersten Mal. Bin so gespannt, vielleicht wird's ja richtig geil. Ja, mal gucken. Vielleicht schieße ich ja ein Tor. Was ist das denn? Aber ich muss gerade warten. Du musst auf mich warten, lol. Nee, ich glaube auf mich, ne? Muss ich grad warten. Ja, ich kann ja noch nicht zum Spiel, ich bin noch in den Taktikeinstellungen hier. Das tut mir jetzt schrecklich leid, aber das geht gar nicht. Tut ihm gar nicht leid. Ja, eigentlich nicht. Klar. Nein. Bra. So.
Okay. So, ich bin gleich dabei. Spieler wärmen sich auf. Dabei. Ja, der Björn braucht eh noch ein bisschen, bis er in die Kabine geht. So, nee, ja, ich bin jetzt in der Kabine. Und... ja, von so mittelmäßig, meine Ansprache. Nein, Co-Trainer schicken, Alter. Kommen die auf die Idee, dass ich vor dem Spiel noch ein Interview gebe? Und so häufig, ich habe immer abgesagt. Ja, ich weiß. So. Laut Tabellenplatz würde ich jetzt erstmal bei Hertha gegen Leipzig reingucken. Alter, die Spieler nicht, ne? Juckt es in den Fingern rauszugehen. Sie sind gut drauf, stand da. Oh oh. Was? Ich werde erstmal gegen jetzt? Was? Gladbach. Oh, Glück gehabt. Keine Karte. Ich dachte jetzt, ich bekomme direkt so eine erste Minute eine rote Karte. Ja, der Schiedsrichter ist so langsam auf mich zugekommen. Ich hatte richtig Angst. Bei Mike geht's noch gar nicht los, oder? Doch, doch. Bei mir ist noch 0. Minute. Ich bin in der 30. Sekunde. Dann gehe ich nochmal raus. Dann gehe ich erstmal zu Hertha gegen Leipzig. Ja, mal gucken, ja, da wird es wahrscheinlich auch spannender sein als bei mir. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass hier ein paar Tore fallen. Wäre ganz lässig, ne? Auch da geht die Uhrzeit jetzt endlich weiter. Ich werde nicht sagen, dass ich sogar schon zufrieden wäre, wenn ich hier einen Unentschieden mache, aber eigentlich nicht. Auch wenn Leipzig die letzten 5 Spiele alle gewonnen hat. Es ist halt... ich brauche einen Sieg. Es ist halt einfach so. Ja, wir brauchen alle den Sieg. Das ist das Manko, was wir in dieser Saison haben. Mhm. Alle drei. Das Ding ist halt, dass mit Bremen ja sogar noch geht. Ja. Und Jan stand mal auf Tabellenplatz 1. Ich stand ganz am Anfang nach dem ersten... oh! Boah. Was, Mann? Der boxt mich ins Gesicht und ist kein Elfmeter? Ich habe einen verletzten Spieler. Schon. Nein! Das erste Glück Chance ist nicht bei Hertha. Langsam wirkt die Taktik. Boah, er wird in den Strafraum geworfen, da kenne ich nichts. Und ja! Führung! Gegen Leipzig, erster, nee, zweiter Schuss. Krass, dass du ein Tor gegen Leipzig gemacht hast. Alter, die haben die ganzen letzten 5 Spiele kein Tor bekommen. Hm. Ah, natürlich wieder kein, Halke führt auch gegen Hannover 96. Natürlich kein Stürmer, der ein Tor gemacht hat, das ist logisch. Jetzt wäre es wichtig, dass Gladbach auch trifft, damit sie an Hannover vorbeiziehen. Komm, Mike, ich bin Fan von dir. Ja, hi. Ich bin auch Fan von mir. Du musst sowieso gegen Düsseldorf gewinnen, weil ich im nächsten Spiel gegen Düsseldorf spiele und ich will, dass die schon... Pfosten. Also die sind zwar jetzt gerade schon auch schlecht, aber... ich bin halt auch schlecht irgendwie. Ich kann dazu nichts sagen. Die sollen sich noch schlechter fühlen. Ich musste schon zweimal wechseln übrigens. Boah, Schalke führt schon 2-0. Schalke, ja. 2-0. Gerade bei mir auch aktualisiert. Dortmund führt 1-0. Ja. Durch Sancho. Gegen wen spielen die denn? Gegen Wolfsburg. Warte, dann machen wir das so. Schalke, was ist denn jetzt? Augsburg führt 1-0 gegen Nürnberg. Und in Hoffenheim hat sich Grilitsch verletzt. Bei mir hat sich auch jemand verletzt. Voll krass. Das wird mir nicht angezeigt. Stindel musste raus. Und einer hat sich da irgendwie geprellt, den habe ich auch direkt rausgenommen. Das ist so geil. Oh nein, oh. Ganz knapp. Nein, ich wollte die gar nicht auswählen. Ich wollte noch bei der bleiben. Oh, diesmal war der Zuruf nur mittelmäßig. Derselbe? Ja. Einer fand ihn nicht gut. Ja, wow. Mittelmäßig. Einer fand ihn nicht gut. Was ist mit dir los, Alter? Was bist du denn drauf? Oh! Er hält den Ball nicht fest, muss nachgreifen. Schalke einfach 3-0. Jawohl! Ja. Wieso kann ich nicht mehr so viele Tore schießen? Verstehe ich auch nicht, dass ich auch nicht so viele schießen kann. Das will ich einfach nicht. Burgstaller. Echt witzig, dass das in manchen Spielen unterschiedlich angegeben wird. Ich glaube, Jan hat es immer eine Sekunde früher als ich.
glaube, das liegt daran, dass ich Host bin. Das kann natürlich auch sein. Dass ich auch immer als erstes sehe. Und ansonsten halt, je nachdem, bei was für einem Spiel du auch zuschaust, also der halt weiter vorne ist, da ja, sind die Einblendungen auch weiter. Ich schau gerade bei dir zu. Ja. Oh, ist. So, in der Halbzeit wechsle ich mal und gehe dann nach Gladbach. Oh, das wäre so geil. Ich würde mich sogar über ein 1-0 freuen. Hauptsache gewinnen. Oh! Nein! In der wievielten Minute bist du, Mike? 30. Na, dann bleibe ich doch in Leipzig. Oder in Berlin. Jojo. Kein Stress. Mir kann man eh nicht zugucken. Das ist eh traurig. Oh, sie alle sahen extrem begeistert aus nach meiner Ansprache. Sehr gut. So, Leute. 45 Minuten weiter so. Nein, zweiter Pfostentreffer, Mann. Ey, das kann nicht sein. Ohne Spaß, was ist das? Bisevic hat man wieder kein einziges Mal bis jetzt gesehen, irgendwie. Nur eine 6,4 Bewertung. Einfach nicht anwesend, meine Mittelstürmer. Geht weg. Irgendwie Angst. Ey, ich schaffe es nicht mal gegen Düsseldorf zu gewinnen. Das ist unglaublich. Also ich schaffe gegen Leipzig zu 0 zu bleiben. 9:0 Schüsse, aber ich krieg's nicht mal hin, gegen die zu gewinnen. Jetzt machen die noch ein Tor, pass auf. Ja, er killt erstmal meinen Spieler. Komm, 2 Minuten sind's noch. Leverkusen führt durch ein Eigentor 1:0. Hoffmann. Pfosten! Zum dritten. Damit ist Leverkusen erstmal Tabellenführer. Pfosten zum dritten in Gladbach für mich. Danke. Dreimal Pfosten getroffen. 10:0 Schüsse. Ich liebe es. McDonalds. Immer wird alles geblockt. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Leute, wenn ihr das gerade gesehen habt, was da gerade abging. Es ist nicht wahr. Das kann nicht sein. Ich hab... Ja! 2-0! 2-0! Dreimal auf den Torwart geschossen. Er ist nicht reingegangen. 2:0 für mich. Hertha für 2:0 gegen Leipzig. Tor in Gladbach. Es ist so verdient. Es ist so verdient. Gladbach führt 1:0. Hey! Yes, yes, yes. Mal. Ja, ich glaube, vor 8 oder 9 Spielen war das letzte Mal. Ja, ich glaube, es müssten 9 Spiele jetzt her sein, wo ich das letzte Mal mehr als ein Tor geschossen habe. Und gegen Gladbach, Leipzig, die keine Tore kassiert haben. Ja, ja. Das ist voll krass. Und das ist, glaube ich, 3 oder 4 Spiele her, wo ich überhaupt mal wieder ein Tor geschossen habe. Und das gegen Leipzig nur. Das ist halt so krass. Ja. Die neue Taktik scheint nicht schlecht zu sein. Fast nicht. Jo, 1-1. Es ist so lächerlich. Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Naja. 15:2 Schüsse. 2-1. Mike, du schaffst das noch. Auf den anderen Plätzen passiert auch nichts. Doch, Schalke führt 4:0 gegen Hannover. Du wärst punktgleich mit Hannover, Mike. Und dadurch, dass Hannover gerade abgeschossen wird, hast du echt das Glück gerade auf deiner Seite. Du hast einen Platz gewonnen, so, ja. Ey, gegen Düsseldorf nicht zu gewinnen, das ist unbegreiflich, keine Ahnung. Aber sie machen hier am besten noch das 2-1 Latte für Düsseldorf. Alter. 10 Minuten noch. Alter, Leipzig spielt jetzt mit einem 4-2-4. 4 Stürmer haben die jetzt. Leck mich am Arsch. Der ist auch sehr defensiv. Mike, steht's bei dir wirklich 2-1? Nee, Latte. Achso.
Wie gesagt, der hat die Latte getroffen. RB Leipzig-Anhänger fangen an, das Stadion zu verlassen. Sein Assi. Da freut er sich. Ja. So typisch, Jan. Diese Lache dann auf immer. Den anderen Plätzen passiert einfach so gut wie gar nichts. Also, nicht mehr. 4 Minuten Nachspielzeit, Schiedsrichter pfeift doch einfach ab, oder? Oh! Alter, dass es kein Elfmeter gibt, ohne Spaß. Was ist das aber jetzt? Denn? Wir schaffen es, den Scheißball nicht in das Sechstor reinzuschießen. Es ist unglaublich. Wie unverdient dieses Scheiß 1-1 einfach war. Oder wie verdient das 2-1 einfach wäre. 5 Minuten Nachspielzeit. Was ist das denn? Ich hab schon alles nach vorne. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr machen. Letzte Chance wahrscheinlich. Und boah, wieder werde ich im 16er umgehauen. Jo. Jetzt noch ein Konter. Konter, ja, das ist echt cool. Wie man einfach gegen Düsseldorf nicht gewinnt, ohne Spaß. Und Fortuna Düsseldorf jetzt. Nee, doch nicht Unterzahl. Die konnten doch noch einmal wechseln. Ja, wenn der Schiri noch laufen lässt. Vielleicht kriegst du ja noch das Tor hin. Verstehe ich nicht, warum er laufen lässt, aber. Nochmal Ecke in der 97. Was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Und die Chance ist immer noch nicht weg. Der Schiri pfeift einfach nicht ab. Und 3 Minuten über die normale Spielzeit rüber. Jetzt ist Ende. Das ist Totenstille. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Leute, das war ein richtig heißer Tanz für mein Team, für den SV Werder Bremen. Denn wir haben Pokal und das Spiel gegen Mainz gewonnen. Wie die anderen Spiele ausgegangen sind, seht ihr eben oben unterm i, wenn ihr da auf die Kanäle geht. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut dann rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye. Ciao, ciao.